Wahlberger! Reuten! Deutsche! Ein schweres Schicksal liegt auf eurer Stadt und auf unserem unglücklichen Vaterland. Stärker als das Schicksal ist der Mut, der es trägt. Wenn ihr es nicht gewagt hättet, dem fremden Eroberer Trotz zu bieten, stünde ich heute nicht hier. Das schmiedet uns zusammen. Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Bürger und Soldaten, vom Karrensknecht bis zum Bürgergeneral, ihr werdet doch nicht schlechter sein wollen, als eure Väter waren. Wagt ihnen zu gleichen. Ihr habt ihr Beispiel. Nun gebt ein Beispiel! Die beste Verteidigung einer Festung ist der Angriff! Hier doch das an. Holger. Armes Holger. Meinst du, ich will hier meinen Kahn riskieren? Nee, nee, wir fahren zurück. Ich steige aus. Aber Kind. Und wenn ich rüberschwimmen muss, ich steige aus. Oder meinst du, ich will allein übrig bleiben? Meine Brüder sind ja auch drin. Und Schill. Wo ist der Rittmeister von Schill? Am Strand der Maikuhle und sicher den Hafen. Hafen hin, Hafen her. Wir müssen die Bereitstellungen der Franzosen von der Flanke her zusammenschießen. Vom Hafen droht keine Gefahr. Immer in die Flanke, immer in die Flanke. Lieber Gott. Du darfst mir nicht böse sein. Uns ist es immer so gut gegangen, aber jetzt hilf uns doch. Bitte hilf uns doch. Ach, ich habe ja gar keine Angst um mich. Nur Schill, lass ihn mich treffen. Nur über Schill halte deine Hände, Vater im Himmel. Nur über Schill. Aus mit dem, ich hab' mal unsere Tata-Killer-Forteress. Affront et sans merci. Kommen lassen. Bravo. Schill lässt sie rankommen. Gut so.
Prussiens ne tirent pas. Mais où reste donc l'artillerie de Gneisenau ? Jetzt direkt vor die Nase. Alle Geschütze zu gleicher Zeit. Feuer!